Er kommt. Willkommen zurück zu RimWorld. Weiter geht's. Heute wahrscheinlich in einer etwas kürzeren Folge, weil es gibt noch ein bisschen was zu tun. Wir haben noch eine Sonnenfinsternis, das heißt, uns wird wahrscheinlich gleich wieder der Strom ausgehen, weil die Dinger hier zu wenig produzieren. Ja, da geht der Strom aus. Naja, es ist, wie es ist, ne? So, was ich machen wollte. Ich wollte hier die Zone noch wegpacken. Und zwar hier so hin. Und Einstellungen einfügen. Und dann können wir die hier wegpacken. Weil hier ist ja jetzt nichts mehr mit Handwerk, ne? Genau. So, dann packen wir das Ding hier mal rüber. Und dann müssen wir aber noch eins bauen, ne? Da muss noch eins her. Für den Rest. So. Wunderbar. Perfekt. Läuft, ne? Läuft hervorragend. So. Ja, wir müssen ein bisschen schauen, dass wir jetzt an Geld kommen, ne? Weil Geld bedeutet, dass wir hier Stahl bekommen. Denn Stahl haben wir keinen mehr. Das heißt, ich glaube, es macht Sinn, wenn wir hier so ein richtig schönes, großes Feld machen für Baumwolle. Und aus dieser Baumwolle zaubern wir dann Parker. Den Peter, ne? Machen wir dann lauter Parkers. Dazu passt eigentlich ganz gut, dass wir uns nochmal zwei dieser Subkerne herstellen. Und dann machen wir uns zwei Agrarhelfer. Dann können wir nämlich... Ja, dann können wir nämlich Una vielleicht irgendwann mal aus der Feldarbeit rausnehmen. Und dann kann die nur noch craften den ganzen Tag. Dann lassen wir die den ganzen Tag schneidern. Und dann werden wir angekotzt. Jawoll! Nein, dann machen wir Geld, ne? Parkers, glaube ich, bringen relativ viel Geld. Das passt. So, jetzt schauen wir mal, wie viel Geld haben wir denn? Wie viel Silber? Ja, genügend. Lass uns mal einen Großhändler holen. Damit wir ein bisschen an Stahl rankommen. Wir brauchen Stahl. Wir brauchen einen Haufen Stahl jetzt. Hier sieht das, ne? Jetzt laufen die auf voller Kapazität und jetzt kommt auch ein bisschen Strom rein. Trotz Sonnenfinsternis und der Tatsache, dass die hier nicht funktionieren gerade, ne? So, Großhändler. Jetzt lass uns mal handeln. Ich meine, was natürlich auch was bringt, ist hier das Blaufell, ne? Das ist super geil. Bringt mega viel Geld. Das ist das Muffalo-Zeug, glaube ich. So, haben wir schon mal 1000 drinnen, ne? Wunderbar. So, hier nehmen wir 530 Stahl mit. Plastahl nehme ich auch schon mal mit. Den brauchen wir später. Dann nehmen wir zwei Nieren jeweils noch raus. Und dann haben wir natürlich hier den ganzen Schrott, den wir nicht mehr unbedingt brauchen. Hier die Hosen, T-Shirts, sind nicht mehr viel wert, die sind halt kaputt, ne? Aber ja, es bringt halt auch, ein bisschen was bringt es auch immer. So, Staubmantel. Ja, und da sieht er es jetzt, ne? Normaler 94. Und wenn wir da Exzellente machen, dann geht das gut hoch. Schau dir das an. Bams. Also da können wir schon echt gut Geld machen mit dem Parkers. Und wir brauchen Gold. Das nehme ich mal auch noch mit. 183 Gold. Das werden wir dann für den Multi-Analysator gleich brauchen, glaube ich. So. Gut. Passt. Jetzt kann Una quasi hier das Craften anfangen, ne? Lassen wir sie das mal machen. Und Isasi hat Kleidungsproblemchen. Ach, da ist das T-Shirt kaputt. Naja. Jawohl, jetzt wird hier die Absetzmulde gemacht. Wunderbar. Da packen wir die Steinblöcke rein. So, jetzt will ich aber schon auch hier mal in den Kommentaren Lob hören für diese wunderschöne Absetzmulde. Ja? So, rein damit. Und dann bauen wir uns hier jetzt Agrarhelfer.
perfekt. Oha. Was gibt's? Ja, Agavenfrüchte, klar. Warum nicht? Agavenfrüchte gehen immer. So, Isasi ist wieder fit nach der großen Wiederbelebung. Die sollte ich jetzt mal eine neue Waffe hier holen. Was hat sie... Ach, jetzt hat sie sich das blöde Dings genommen. Nimm mal das Sturmgewehr. So, wunderbar. Sollten allgemein mal durchgehen. Hier passt, Lappen passt, das passt. Passt, passt nicht. Ja, den wecke ich jetzt auf, du. Der Riker braucht nämlich das Monoblade. So. Rikerino, hol dir mal. So, Bobby. Können wir auch mal eine bessere Waffe geben. Der kriegt jetzt mal eine LMG. Der ist eh gerade wach. Und Merlin geben wir auch eine andere Waffe. Der kriegt ein Repetiergewehr. Da hat er mehr von, glaube ich. So. Abflug, Kinders. Jawohl. So, wisst ihr, was wir jetzt auch machen können? Wir holen jetzt den Diabolus. Los. Den Los Diabolus. Diabolisch. Er kommt. Um uns zu knechten. Um uns zu schlachten. Und natürlich kommt er genau in dem Moment, wo der Strom weg ist. Ne? Ja, super. Geil. Geil. Genau im richtigen Moment eingetrudelt hier, der Diabolus. Super Typ, ey. Ich mag den. So, ihr bleibt in Sicherheit. Ab jetzt ist hier Sicherheitsalarm. Ja, der kommt nicht weit, ne? Das ist kein Thema. Es könnte sein, dass er uns eine Mauer einreißt. Mit seinem Superstrahl, aber das sollte kein großartiges Problem sein. So, es geht los. Der Chef kommt. Da wecken wir Bobby nicht mal auf für. Ne? Also, machen wir nichts. Da darf Bobby ruhig im Bett bleiben. Wenn es hier draußen mal gehörig kracht, weil der Diabolus kommt. Lass den Jungen schlafen. Der hat's verdient. So. Na, wie läuft's? Steht sich's gut? Ja? Wird schon, Leute. Wird schon. Er ist ja gleich da. Er braucht ein bisschen länger. Er ist schon alt. Yo. Alter. Ich hätte nicht gedacht, dass der so stark ist. Wo weg da? Los, flieht, ihr Narren. Oh, geh doch da raus, Una. Alter. Ich hätte nicht gedacht, dass er so stark ist. Jawohl, geschafft. Hui, das war spannend. Liebe Kinder. Das hat ganz viel Spaß gemacht. So. Du. Abflug. Oh nein, der linke Mittelfinger kann keinen Finkelstinger mehr zeigen. Oh, das geht mir ja so auf den Sack, diese Flucht vor Feuer. Das geht mir ja so auf den Keks, du. Alter. So, warte mal. Warum brennt's hier? Warum haben wir hier... Wir brauchen hier ein Heimatgebiet. Das ist alles Heimat, Leute. Das ist alles hier Heimat. Heimat, Heimat, Heimat. 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 So. Geht löschen, ihr Schweinepriester. Ja, das Problem ist, der ist hier stehen geblieben, ne? Und hat dann da reingeschossen. Das ist ein bisschen ungünstig. Da müssen wir uns noch was überlegen.
Naja, Hauptsache das Vieh ist tot. Das heißt, Una kann jetzt das Ding analysieren, ne? Mega nice. Da gibt's Mittelstufe Mechtech. Jawohl. Können wir hier schon mal in die Warteschleife einpflegen, ne? Geforscht wird zurzeit ja ein bisschen weniger. Bobby ist sehr viel mit Steinen beschäftigt. Ah, das ist halt jetzt so, ne? Wir könnten natürlich Bobby überall rausnehmen. Ah, die Frage ist, wer kümmert sich dann um Steine? Kea ist es nicht, Standard wird es nicht sein, Una wird es nicht sein. Also es passt schon mit Bobby zurzeit. Dann wird halt ein bisschen weniger geforscht. Matti ist noch fleißig. Matti macht das, ne? Das reicht uns. Hauptsache der Matti macht das. So. Ui. Das auch noch. Da sollten wir vielleicht... Okay, hat sich erledigt. Gut, Gott sei Dank. Ich hatte jetzt ein bisschen Angst um den Mechanoiden, aber... ging ja alles gut. Nicey, nicey. So, ihr habt es jetzt vielleicht kurz gesehen im Schnelldurchlauf. Wir können keine weiteren Robos mehr holen, weil Una keine Bandbreite mehr hat. Das heißt, wir müssen für Una... was Leute bauen, ne? Und wir haben hier noch den Mechaniter-Komplex. Stimmt, da war auch noch was. Eieieiei, da sollten wir eigentlich auch Leute hinschicken. Ein paar Lappen. Hm. Das wollen wir auch noch machen, ne? Da habe ich sogar schon eine kleine Idee. Dann machen wir hier fürs Erste unsere Türmchen rauf. Und dann feuern die da direkt rein. Das ist der Plan. Das ist der Plan. Das wird dann richtig cool. Selbst wenn da jetzt die krassesten Bedrohungen drin sind, ne? So, lass mal kurz schon mal, lass machen wir heute noch. Ja, ist schon ein bisschen zu spät. Machen wir dann in der nächsten Folge. Ich habe ja gesagt, heute müssen wir ein bisschen kürzer machen. Habe ich das erwähnt? Ich muss heute noch wohin. Habe heute noch einen Termin. Ganz wichtig. Aber einen Agrarhelfer haben wir jetzt. Das ist schon mal gut, ne? Das ist schon mal sehr, sehr gut. Das hier gefällt mir auch noch nicht. Da müssen wir auch noch irgendwann alles zumachen. Ich glaube, das können wir sogar jetzt schon machen. Wie viel Sandstein haben wir denn? Ah, wir haben hauptsächlich Marmor. Dann machen wir das aus Marmor. Machen wir Marmorplatten hier hin. Die sind teuer, ne? Lecco mio. Ich dachte, die wären nicht so teuer. Asphalt ist halt wieder Stahl. Das will ich halt nicht. Ja, machen wir trotzdem Marmorplatten. Aber da kann ich ja auch eigentlich Fliesen hinmachen, oder? Hm.
Ich glaub, die gehen schneller, ne? Also so oder so, ich möchte halt hier, dass nichts brennen kann. Ne, dass das hier nichts brennen kann. Ich weiß, Asphalt, Beton, cooler wahrscheinlich, aber kostet halt Stahl und Stahl haben wir nicht so viel. Deswegen machen wir das so. Und dann kann hier nichts mehr abfackeln. Das glaube ich schon ganz gut. So. Dann nehmen wir mal hier. Guck mal. Ganz kurz. Dann kann der Agrarbot nämlich auch ein bisschen arbeiten hier, weißt du? Wo auch immer er gerade ist. Agrarbot. Nobody knows. Wie schaut's hier eigentlich aus? Hier ist ja auch Action, du Lecco Mio. Da kommen ja einige Tierchen bald, wenn das so weitergeht. Nice. Ich mag unsere zwei Hühner. So, Großhändler. Auch nice. Nehmen wir mit. Schauen wir mal. Was gibt's denn Gutes? Ja, wir könnten eigentlich das Männchen hier verkaufen. Eins haben wir ja hier. Ja, machen wir mal. Muffalo-Männchen wird verkauft. Und ansonsten Bauteile einkaufen, ne? Ja, ja, hier den, das nehmen wir auch noch mit. Stoff behalten wir uns logischerweise. Muffalo-Wolle, auch geil. Ich dachte, das wäre Blauwolle immer. Keine Ahnung, habe ich noch nicht so kapiert. 719 Stahl, das ist sehr, sehr gut. Und ansonsten haben wir, glaube ich, nicht mehr viel, was wir verkaufen können, weil es wurden keine Parkers nachproduziert. Weil es halt so viel zu tun gab, ne? So, aber schaut euch das an. Der Agrarhelfer ballert hier jetzt schön durch. Nicht so schnell wie Merlin. Ja, ja, nicht so schnell. Aber der muss dafür nicht gefüttert werden. Der kriegt keinen Zusammenbruch. Na, der ist ganz entspannt in dem, was er tut. Und das ist prima. Der macht das ganz entspannt hier. Ganz gechillt. Oh ja, das wird gut. Nicht super edel, aber es wird schon okay. Wird nicht schön aussehen, aber in Ordnung. Und das ist doch das, was zählt, oder? Außerdem wird den Leuten nicht langweilig. Das wollen wir ja verhindern. Langeweile. Die müssen beschäftigt werden. Weil wenn, sobald du die nicht mehr beschäftigst, weißt du, dann brechen hier Sodom und Gomorra aus. Alter. Hast du Spaß, Bobby? Oh, Bobby hat richtig Spaß. Ich sehe es ihm an. Siehst du jetzt ganz unschuldige Gespräche. Aber sobald die nichts mehr zu tun haben, dann gehen die Zoten los. Ich sag's euch. Dann wird hier über Intimbehaarung und so geredet. Alles schon gesehen. Muss man aufpassen. Gut, wie schaut's hier aus? Multi-Analysator fast durch. Nice. Mega. Ja, ein bisschen Marmor müssen wir nachproduzieren, denke ich. Wobei, das sieht noch ganz gut aus, ne? Das passt eigentlich noch. Klar, ein bisschen. Wir wollen ja für innen dann auch noch mal ein bisschen erweitern. Das heißt, wir holen uns wieder ein paar Marmorbröcklis heran. Bröcklis. Wildgansei. Auch wild. Also, tatsächlich. Ne? Kann man machen. Kann man machen. So, meine Lieben. Das war's aber für diese Folge. Bisschen kürzer heute, aber hey, es ist was passiert, ne? Der Diabolus, der war schon spannend.
Kannst du nichts sagen. Gebt auf jeden Fall ein Like und schreibt auf jeden Fall einen Kommentar, denn das unterstützt diesen Kanal und dann freue ich mich und dann bin ich gut gelaunt und dann freue ich mich auch auf die nächste Folge wieder und so weiter und so fort. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderbaren Tag. Macht's gut. Ciao.